Zur Vorbereitung auf die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria betrachten wir heute den 29. Tag. Beginnen wir unsere Vorbereitung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten die Litanei vom Heiligen Geist. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. O Geist der Wahrheit, erbarme dich unser. O Geist der Weisheit, erbarme dich unser. O Geist des Verstandes, erbarme dich unser. O Geist des Rates, erbarme dich unser. O Geist der Stärke, erbarme dich unser. O Geist der Wissenschaft, erbarme dich unser. O Geist der Frömmigkeit, erbarme dich unser. O Geist der Furcht des Herrn, erbarme dich unser. O Geist des Glaubens, erbarme dich unser. O Geist der Hoffnung, erbarme dich unser. O Geist der Liebe, erbarme dich unser. O Geist der Freude, erbarme dich unser. O Geist des Friedens, erbarme dich unser. O Geist der Geduld, erbarme dich unser. O Geist der Milde, erbarme dich unser. O Geist der Güte, erbarme dich unser. O Geist der Langmut, erbarme dich unser. O Geist der Sanftmut, erbarme dich unser. O Geist der Treue, erbarme dich unser. O Geist der Mäßigkeit, erbarme dich unser. O Geist der Enthaltsamkeit, erbarme dich unser. O Geist der Keuschheit, erbarme dich unser. O Geist der Bescheidenheit, erbarme dich unser. O Geist der Demut, erbarme dich unser. O Geist der Klugheit, erbarme dich unser. O Geist des Lebens, erbarme dich unser. O Geist des Heiles, erbarme dich unser. O Geist aller Tugenden, erbarme dich unser. O Geist der vielfältigen Gnaden, erbarme dich unser. O Geist der Kindschaft Gottes, erbarme dich unser. Du Erneuerer der Seelen, erbarme dich unser. Du Heiligmacher und Regierer der katholischen Kirche, erbarme dich unser. Du Erforscher der Herzen und Nieren, erbarme dich unser. Du Ausspender der himmlischen Gaben, erbarme dich unser. Du Ergründer der Gedanken und Herzen, erbarme dich unser. Du sicherer Schutz in allen Trübsalen, erbarme dich unser. Du Süßigkeit aller in deinem Dienste Anfangenden, erbarme dich unser. Du Stärke der in dir Zunehmenden, erbarme dich unser. Du Krone der Vollendeten, erbarme dich unser. Du Jubel der Engel, erbarme dich unser. Du Erleuchter der Patriarchen, erbarme dich unser. Du Einsprecher der Propheten, erbarme dich unser. Du Weisheit der Apostel, erbarme dich unser. Du Sieg der Märtyrer, erbarme dich unser. Du Wissenschaft der Bekenner, erbarme dich unser. Du Reinigkeit der Jungfrauen, erbarme dich unser. Du Salbung der Heiligen, erbarme dich unser. Sei uns gnädig, verschone uns, o Heiliger Geist. Sei uns gnädig, erhöre uns, o Heiliger Geist. Von allem Übel, erlöse uns, o Heiliger Geist. Von aller Sünde, erlöse uns, o Heiliger Geist.
von allen Versuchungen und Nachstellungen des Teufels. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Von aller Unreinigkeit des Leibes und der Seele. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Vom jähen und unversehenen Tode. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Vom ewigen Tode. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Durch deine wesensgleiche Macht mit dem Vater und dem Sohne. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Durch deine unerforschliche Weisheit. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Durch deine unerschöpfliche Güte. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Durch deine Herabkunft in die Seelen deiner Gläubigen. Erlöse uns, o Heiliger Geist. Wir armen Sünder. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns verschonest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns mit deiner heiligen und wirksamen Gnade in allem zuvorkommen, begleiten und nie von uns weichen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns die Erkenntnis unserer Selbst, wahre Demut und die Verzeihung unserer Sünden erteilen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns die Gabe der wahren Gottseligkeit, Andacht und des Gebetes schenken wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns eine möglichst vollkommene Erkenntnis deiner Braut, der allerseligsten Jungfrau Maria und ihre heilige Liebe verleihen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du alle unsere Gedanken, Worte und Werke zu dir emporrichten, heiligen und regieren wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns die alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi und seine unschätzbare Liebe schenken wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du einen reinen Geist und ein neues Herz in uns erschaffen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns in der Liebe und Gnade erhalten und bestätigen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns in die Zahl deiner Auserwählten aufnehmen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns erhören wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. O du Lamm Gottes, welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Gib uns den Heiligen Geist. O du Lamm Gottes, welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Sende uns den Heiligen Geist. O du Lamm Gottes, welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Gieß aus über uns den Heiligen Geist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sende aus deinen Geist, und sie werden neu geschaffen werden. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, der du die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt hast, gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, verstehen und seines Trostes uns allezeit erfreuen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Ave, Stern der Meere, Gottesmutter Heere, allzeit Jungfrau Süße,
Tür zum Paradiese. Aus des Engels Munde ward die frohe Kunde, uns den Frieden spende, Evas Namen wende. Löst das Band der Sünden, bringe Licht dem Blinden, unsern Übeln wehre, jeglich Gut beschere. Dich als Mutter zeige und erhörend neige, dir sich, der auf Erden kam, dein Sohn zu werden. Jungfrau allzeit reine, sanft und mild wie keine, schuldlos lass auf Erden sanft und keusch uns werden. Woll ein reines Leben sich ein Pfad uns geben, das in Himmels Höhen froh wie Jesus sehen. Lob sei Gott dem Vater, Preis dem höchsten Sohne und dem Heiligen Geiste, jedem gleiche Ehre. Amen. Litanei vom heiligsten Namen Jesu. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Jesus, höre uns. Jesus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser. Jesus, du Abglanz des Vaters, erbarme dich unser. Jesus, du Klarheit des ewigen Lichtes, erbarme dich unser. Jesus, du König der Herrlichkeit, erbarme dich unser. Jesus, du Sonne der Gerechtigkeit, erbarme dich unser. Jesus, du Sohn der Jungfrau Maria, erbarme dich unser. Du liebenswürdigster Jesus, erbarme dich unser. Du wunderbarer Jesus, erbarme dich unser. Jesus, du starker Gott, erbarme dich unser. Jesus, du Vater der Ewigkeit, erbarme dich unser. Jesus, du Verkünder des großen Ratschlusses, erbarme dich unser. Du mächtigster Jesus, erbarme dich unser. Du geduldigster Jesus, erbarme dich unser. Du gehorsamster Jesus, erbarme dich unser. Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen, erbarme dich unser. Jesus, du Liebhaber der Keuschheit, erbarme dich unser. Jesus, unser Freund, erbarme dich unser. Jesus, du Gott des Friedens, erbarme dich unser. Jesus, du Urheber des Lebens, erbarme dich unser. Jesus, du Vorbild aller Tugenden, erbarme dich unser. Jesus, du Eiferer der Seelen, erbarme dich unser. Jesus, unser Gott, erbarme dich unser. Jesus, unsere Zuflucht, erbarme dich unser. Jesus, du Vater der Armen, erbarme dich unser. Jesus, du Schatz der Gläubigen, erbarme dich unser. Jesus, du guter Hirt, erbarme dich unser. Jesus, du wahres Licht, erbarme dich unser. Jesus, du ewige Weisheit, erbarme dich unser. Jesus, du unendliche Güte, erbarme dich unser. Jesus, unser Weg und Leben, erbarme dich unser. Jesus, du Freude der Engel, erbarme dich unser. Jesus, du König der Patriarchen, erbarme dich unser. Jesus, du Meister der Apostel, erbarme dich unser. Jesus, du Lehrer der Evangelisten, erbarme dich unser. Jesus, du Stärke der Märtyrer, erbarme dich unser. Jesus, du Licht der Bekenner, erbarme dich unser. Jesus, du Reinigkeit der Jungfrauen, erbarme dich unser.
Jesus, du Krone aller Heiligen, erbarme dich unser. Sei uns gnädig. Verschone uns, o Jesus. Sei uns gnädig. Erhöre uns, o Jesus. Von allem Übel. Erlöse uns, o Jesus. Von aller Sünde. Erlöse uns, o Jesus. Von deinem Zorne. Erlöse uns, o Jesus. Von den Nachstellungen des Teufels. Erlöse uns, o Jesus. Vom Geiste der Unlauterkeit. Erlöse uns, o Jesus. Vom ewigen Tode. Erlöse uns, o Jesus. Von der Vernachlässigung deiner Einsprechungen. Erlöse uns, o Jesus. Durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Geburt. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Kindheit. Erlöse uns, o Jesus. Durch dein göttliches Leben. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Mühen. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Todesangst und deine Leiden. Erlöse uns, o Jesus. Durch dein Kreuz und deine Verlassenheit. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Todesschwäche. Erlöse uns, o Jesus. Durch deinen Tod und dein Begräbnis. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Auferstehung. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Himmelfahrt. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Freuden. Erlöse uns, o Jesus. Durch deine Herrlichkeit. Erlöse uns, o Jesus. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Verschone uns, o Jesus. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Jesus. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, o Jesus. Jesus, höre uns. Jesus, erhöre uns. Lasset uns beten. O Herr Jesus Christus, der du gesagt hast, bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Verleihe uns, wir bitten dich, auf unser Flehen die Inbrunst deiner göttlichen Liebe, um dich von ganzem Herzen mit Wort und Tat zu lieben und nimmer in deinem Lobe zu ermüden. Lass uns, o Herr, deinen heiligen Namen allezeit ebenso fürchten als lieben, da du ja niemals denen deine Leitung entziehest, welche du in der Festigkeit deiner Liebe erziehest, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du bist Christus, mein heiliger Vater, mein barmherziger Gott, mein großer König, mein guter Hirt, mein einziger Lehrer, mein bester Helfer, mein schönster Geliebter, mein lebendiges Brot, mein Priester in Ewigkeit, mein Führer zum Vaterland, mein wahres Licht, meine heilige Süßigkeit, mein gerader Weg, meine hell erleuchtete Weisheit, meine reine Einfalt, meine friedensvolle Eintracht, mein ganzer Schutz, mein kostbares Erbe, mein ewiges Heil. O Jesus Christus, liebenswürdiger Herr, warum habe ich in meinem ganzen Leben etwas anderes geliebt, etwas anderes verlangt als dich, Jesus, meinen Gott? Wo war ich, da ich an dich nicht dachte? Von jetzt an erwärmet und ergießet euch alle meine Wünsche für Jesus, meinen Herrn. Laufet schnell, genug habt ihr bis jetzt verzögert. Eilet eurem Ziele zu, suchet, wonach ihr verlangt. O Jesus, verworfen sei, wer dich nicht liebt. Wer dich nicht liebt, werde mit Bitterkeit gesättigt.
O süßer Jesus, dich liebe, in dir erfreue sich, dich bewundere jedes Menschenherz, das sich nach deinem Lobe sehnt. Jesus Christus, Gott meines Herzens und mein Anteil, mein Herz verliere all sein Leben, lebe du in mir. Es erglühe in meiner Seele die glimmende Kohle deiner Liebe und entbrenne zu hell auflodendem Feuer. Sie brenne immer da auf dem Altar meines Herzens. Sie glühe im Innersten meines Wesens. Sie flamme bis in den tiefsten Grund meiner Seele. Möchte ich am Tage meiner Vollendung vollkommen erfunden werden in dir. Amen. Die Liebe Christi im allerheiligsten Altarsakrament. Zwei Vermächtnisse hat uns der Herr vor seinem Hinscheiden hinterlassen. Das allerheiligste Altarsakrament und seine heiligste Mutter. Wir betrachten die folgenden Gedanken des Heiligen aus dem Buch Liebe zur ewigen Weisheit. Die ewige Weisheit wollte dem Menschen ihre Liebe beweisen, indem sie für ihn starb, um ihn zu retten. Und doch konnte sie es nicht über sich bringen, ihn zu verlassen. Darum fand sie ein wunderbares Geheimnis, um zu sterben und doch zu leben und bis ans Ende der Zeit bei den Menschen zu bleiben. So hat sie aus Liebe die heilige Eucharistie erfunden. Und um in diesem Geheimnis ihre Sehnsucht zu stillen, hat sie sich nicht gescheut, die ganze Ordnung der Natur zu ändern und umzustürzen. Nicht unter dem Glanze eines Diamanten oder eines anderen Edelsteines verbirgt sie sich, denn sie will nicht nur äußerlich bei den Menschen bleiben, vielmehr verbirgt sie sich unter der Gestalt eines Stückchen Brotes, das des Menschen eigenste Nahrung ist. Sie wollte vom Menschen genossen werden und so bis ins Innerste seines Herzens dringen, um dort ihr Wohlgefallen zu finden. Das tut nur einer, der glühend liebt. Wir betrachten nun die Gedanken zur Heiligen Kommunion auf Seite 195 bis 200. Anwendung dieser Andacht bei der Heiligen Kommunion. Erstens vor der Heiligen Kommunion. Demütige dich tief vor Gott, entsage allen deinen verderbten Neigungen und eigenen Vorbereitungen, wie gut sie deiner Eigenliebe auch erscheinen mögen. Erneuere deine Hingabe mit den Worten: Ich bin ganz dein, teuerste Herrin, mit allem, was ich habe. Bitte diese gute Mutter, dir ihr Herz zu leihen, um in ihm ihren Sohn mit den Gesinnungen ihres Herzens empfangen zu können. Stelle ihr vor, dass es der Ehre ihres Sohnes nicht entspreche, in dein beflecktes und unbeständiges Herz zu kommen, das seine Ehre nur beeinträchtigen könne und nur zu leicht in Gefahr gerate, ihn wieder zu verlieren. Ganz anders wäre es, wenn sie zu dir kommen und bei dir Wohnung nehmen würde, um ihren Sohn zu empfangen. Sie könne das ohne weiteres bei der Herrschaft
welche sie über die Herzen besitze, und ihr Sohn würde dann von ihr geziemt empfangen werden, ohne Gefahr, entehrt oder wieder verdrängt zu werden. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Sage ihr auch mit demütigem Vertrauen, dass alles, was du ihr bisher von deinen Gütern geschenkt hast, zu wenig sei, um sie genügend zu ehren. Du habest daher das Verlangen, ihr durch die heilige Kommunion dasselbe Geschenk zu machen, das sie vom ewigen Vater erhalten habe. Du könntest sie dadurch mehr ehren, als wenn du ihr alle Güter der Welt schenken würdest. Auch Jesus, der sie einzig liebe, verlange noch immer, in ihr seinen Wohnaufenthalt zu nehmen und Ruhe zu finden. Zu ihr werde er gerne kommen, wenn sie in deiner Seele weile, die unreiner und armseliger sei als der Stall zu Bethlehem, in den er auch gerne gekommen sei, weil Maria dort war. Bitte sie mit zärtlichen Worten, sie möge dir ihr Herz schenken. O Maria, ich nehme dich auf in mein Eigentum, schenke mir dein Herz, O Maria. Zweitens, während der heiligen Kommunion. Bereit zum Empfange des Heilandes, sprich nach dem Paternoster dreimal mit aller Innigkeit das Domine non sum dignus. Beim ersten Mal denke dabei an den ewigen Vater, als wollest du ihm sagen, du seiest wegen deiner bösen Gedanken und deiner Undankbarkeit gegen einen so guten Vater nicht würdig, seinen eingeborenen Sohn zu empfangen. Bitte ihn, er möge auf Maria sehen, die als getreue Magd des Herrn für dich handle und dir ein besonderes Vertrauen und ein lebhaftes Verlangen nach seiner Majestät einflöße. Denn du hast mich sonderlich in der Hoffnung befestigt. Beim zweiten Mal sage zum Sohne, Domine non sum dignus, du seiest nicht würdig, ihn zu empfangen, wegen deiner unnützen und bösen Worte, wegen deiner Untreue in seinem Dienste. Dennoch bätest du ihn, Mitleid mit dir zu haben. Voll innigster Sehnsucht wollest du ihn in das Haus seiner und deiner Mutter einführen. Und nicht eher werdest du deine Bitte einstellen, als bis er gekommen sei, um in ihr Wohnung zu nehmen. Ich halte ihn und will ihn nicht gehen lassen, bis ich ihn einführe in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Bitte ihn, sich zu erheben und an den Ort seiner Ruhe und in die Arche seiner Heiligung zu kommen. Erhebe dich, o Herr, in deine Ruhe, du und die Arche deiner Heiligung. Sage ihm, dass du in keiner Weise wie Esau dein Vertrauen auf deine Verdienste, deine Stärke und deine Vorbereitungen setzest, sondern nur auf Maria, deine teure Mutter, wie es der schwache Jakob seiner Mutter Rebekka gegenüber getan habe. Wie wohl ein Sünder wie Esau, wagest du es doch, dich seiner Heiligkeit zu nahen, gekleidet und geschmückt
mit den Tugenden seiner heiligen Mutter. Beim dritten Male bekenne endlich dem Heiligen Geiste, Domine non sum dignus, du seiest nicht würdig, das Meisterwerk seiner Liebe zu empfangen, wegen deiner Lauheit und Sündhaftigkeit bei deinen Handlungen, ja, wegen deines Widerstandes gegen seine Einsprechungen. Dein ganzes Vertrauen beruhe aber auf Maria, seiner treuen Braut. Dann kannst du mit dem heiligen Bernhard sagen, sie ist mein größtes Vertrauen, sie ist der ganze Grund meiner Hoffnung. Du kannst ihn selbst bitten, wiederum in Maria, seine unzertrennliche Braut, herabzukommen. Ihr Schoß sei noch ebenso rein, ihr Herz noch ebenso flammend wie ehemals. Ohne seine Herabkunft in deine Seele könnte aber weder Jesus noch Maria in dir Gestalt gewinnen, noch würdige Aufnahme bei dir finden. Drittens, nach der heiligen Kommunion. Nach der heiligen Kommunion sollst du innerlich gesammelt und mit geschlossenen Augen Jesus Christus in das Herz Marie einführen. Schenke ihn seiner Mutter, die ihn liebreich und ehrenvoll aufnehmen, ihn demütig anbieten, ihn vollkommen lieben, ihn innig umfangen und ihm im Geist und in der Wahrheit Huldigungen erweisen wird, die uns in unserer geistigen Finsternis unbekannt sind. Ein andermal verdemütige dich tief in deinem Herzen in Gegenwart des in Maria wohnenden Jesus oder verhalte dich wie ein dankbarer Knecht an der Pforte des Palastes, in dem der König weilt, deinetwegen mit der Königin zu sprechen, während sie sich miteinander unterreden, ohne deiner zu bedürfen. Eile im Geiste durch den Himmel und über die ganze Erde, um alle Geschöpfe zu bitten, mit dir Jesus und Maria zu danken, sie zu verehren und zu lieben. Venite adoremus, venite. Kommt, lasst uns anbeten, kommt. Oder bitte selbst in Vereinigung mit Maria Jesus um die Ankunft seines Reiches auf Erden durch seine heilige Mutter. Oder um göttliche Weisheit und Liebe. Oder um Nachlass deiner Sünden. Oder um irgendeine andere Gnade, aber immer durch Maria und in Maria, indem du deine Verwerflichkeit betrachtest und sprichst, Herr, sieh nicht auf meine Sünden. Deine Augen mögen in mir nur die Tugenden und Verdienste Marie schauen. In Erinnerung an deine Sünden kannst du hinzufügen, ein feindseliger Mensch hat das getan, ich, der größte Feind, den ich auf dem Halse habe, habe diese Sünden begangen, oder auch, von dem ungerechten und betrügerischen Menschen errette mich, oder, du, mein Jesus, musst wachsen in meinem Herzen, und ich muss abnehmen. Maria, du musst wachsen bei mir und ich muss noch geringer werden, als ich bisher schon war. O Jesus und Maria, wachset in mir und vermehret euch außer in mir auch in anderen. Es gibt noch eine Menge anderer Gedanken,
welche der Heilige Geist eingibt und dir eingeben wird, wenn du innerlich abgetötet bist und dieser großen, erhabenen Andacht treu bleibst, welche ich dich gelehrt habe. Denke immer wieder daran, je mehr du Maria in deiner Kommunion wirken lässt, umso mehr wird Jesus verherrlicht werden. Du wirst Maria für Jesus und Jesus in Maria umso mehr wirken lassen, je tiefer du dich verdemütigst, je mehr du auf sie hörst in Frieden und Stillschweigen, ohne dir Mühe zu geben, zu sehen, zu kosten und zu fühlen. Denn der Gerechte lebt durchaus aus dem Glauben und besonders aus der heiligen Kommunion, welche eine Handlung des Glaubens ist. Heilige Schrift. Sehnlichst habe ich verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu halten, bevor ich leide. Lukas 22,15. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er verraten wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Andenken. Ebenso nahm er nach dem Mahle auch den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund mit meinem Blute. So oft ihr ihn trinkt, tut dies zu meinem Andenken. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, feiert ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der versündigt sich am Leib und Blut des Herrn. 1. Korinther 11, 23 bis 27. Nachfolge Christi, 4. Buch, Kapitel 13. Der Mensch muss mit ganzem Herzen die Vereinigung mit Christus im Sakrament anstreben. Erstens, ich sehne mich nach ganzer Vereinigung mit Gott. Stimme des Jüngers: Herr, wer gibt mir das Glück, dich allein zu finden? Ich möchte dir mein ganzes Herz erschließen und deiner genießen, wie mein Herz es verlangt, ohne dass einer auf mich herabsieht und ohne dass die Welt meiner achtet und mich umdrängt, sondern so, dass du allein zu mir sprichst und ich zu dir, so wie der Geliebte zu dem Geliebten zu reden und der Freund mit seinem Freunde zu verkehren pflegt. Das ist meine Bitte und mein Verlangen. Um mit dir ganz eins zu werden, möchte ich mein Herz von allen geschaffenen Dingen loslösen und durch die heilige Kommunion und häufige Zelebration lernen, am Himmlischen und Ewigen immer mehr Geschmack zu gewinnen. Herr, mein Gott, wann werde ich ganz eins mit dir sein, ganz in dich versunken? Wann werde ich meiner ganz vergessen? Du in mir und ich in dir. So lass uns beide für immer vereint sein. Zweitens, der Besitz Gottes bedeutet mir Friede, Ruhe und himmlische Speise, Erquickung, göttliche Nähe. Du bist wahrhaftig mein Vertrauter, auserwählt aus Tausenden. Bei dir möchte ich alle Tage meines Lebens wohnen. Ja, du bringst mir den Frieden, denn in dir ist tiefer Friede und wahre Ruhe. Außer dir aber herrscht Mühsal, Not
und ein unendliches Elend. Wahrlich, ein verborgener Gott bist du. Du hältst es nicht mit dem Gottlosen, aber mit den Demütigen und Einfältigen sprichst du gern. O wie erquickend, Herr, ist dein Geist, um deinen Kindern zu zeigen, wie sehr du sie liebst, speisest du sie mit dem köstlichen Brot, das vom Himmel kommt. Wahrlich, kein anderes Volk ist so begnadet, dass es Götter hätte, die ihm so nahe sind, wie du, unser Gott, allen denen nahe bist, die an dich glauben. Um sie täglich zu trösten und ihr Herz zum Himmel zu erheben, gibst du dich selbst als Speise zum Genusse hin. Welches andere Volk der Erde kann sich so rühmen wie das christliche Volk? Welches Geschöpf unter dem Himmel ist so bevorzugt wie die Seele des innerlichen Menschen, bei der Gott einkehrt, um sie mit seinem verklärten Leibe zu erquicken? Drittens, ich danke Gott für seine Gnade, indem ich mich ihm ganz hingebe. Unaussprechliche Gnade, staunenswerte Zuwendung, unermessliche Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Was soll ich dem Herrn vergelten für diese Gnade, für eine so unsagbare Liebe? Ich kann Gott wohl nichts Wohlgefälligeres schenken, als dass ich ihm mein Herz ungeteilt überlasse und mich innig mit ihm vereinige. Wenn ich dann vollkommen eins mit ihm bin, wird mein ganzes Innere frohlocken. Dann wird er mir sagen, wenn du bei mir sein willst, will ich bei dir sein. Und ich werde ihm antworten, Herr, bleibe in deiner Güte bei mir. Ich will ja auch gern bei dir sein. Das ist mein ganzes Verlangen, dass mein Herz mit dir eins sei. Wir beten, du unser Schutzherr, schaue uns an, o Gott, blick in das Antlitz deines Gesalbten, der sich zum Sühneopfer gab für alle, und gib, dass vom Sonnenaufgang bis zum Untergang dein Name verherrlicht werde unter den Völkern, und dass an allen Orten deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde. Gott, du hast uns in dem wunderbaren Sakrament das Gedächtnis deines Leidens hinterlassen. Wir bitten, lass uns die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so verehren, dass wir auch an der Frucht deines Erlösungswerkes immer da Anteil haben. Amen. Wir schließen nun die Vorbereitung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eltern.